Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Nomads. Ja, wie ihr seht, ist hier nix. Ich bin auf einen anderen Rechner umgezogen und leider kann ich den Spielstand nicht wiederfinden, in Anführungsstrichen. Die Frage ist, ob er überhaupt lokal gespeichert wird. Vielleicht wird das auch irgendwo anders gespeichert und das ist das Problem, dass man das nicht wiederfindet. Ich habe die Welt unter dem gleichen Namen neu erschaffen, aber da hat sich leider nichts gefunden. Ich habe das auch im Forum da reingeschrieben, aber bis jetzt leider keine Resonanz. Ich habe letzte Woche schon, ja, wer weiß, wann ihr es guckt, aber ich habe das letzte Mal schon das versucht. Eine Folge fiel dadurch aus und ja, leider fangen wir bei Null an. Vielleicht hat sie auch seine Vorteile, die Reise durch diese Geschichte war ja auch im Endeffekt weniger erfolgreich in dem Sinne. Außer, dass man vielleicht sagen kann, ja, wir haben was gesehen von der Welt. Das, was mir dann nachher auch aufgefallen, wir sind ja durch die Welt und immer gen Osten gefahren, war vielleicht nicht so prickelnd, weil da war immer das Biom auch gleich im Endeffekt. Wir mussten, gen Süden oder gen Norden fahren, stand hier auch irgendeinem Tipp beim Ladebildschirm, glaube ich, war das, dass da andere Biome dann auch zu finden sind, ne? Macht dann auch Sinn. Ja, es gab auch ein Update irgendwie, aber was da geupdatet worden ist, habe ich nicht rausfinden können. Es gab im Forum eine neue Nachricht, dass halt ja, irgendwelche Sachen jetzt laufen sollen, dann Survival im nächsten Alpha-Update. Wenn das Update war, dann ist aber ja nichts passiert, weil die Zahl da links mit 100 bleibt gleich stehen. Die sollte sich dann ändern, man sollte was zu essen suchen und finden, Früchte sammeln, um zu überleben. Ja, ist aber jetzt nichts. Gut. Okay. Und ja. Wir sind in die Weiten der Gegend und sollten jetzt vielleicht gucken, dass wir einmal was aufbauen. Und ich denke mal, wir fangen hier mal mit einem Fahrzeug an. Das macht noch am meisten Sinn gerade. Würde ich jetzt mal sagen. Ein kleines Auto bauen wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir diesmal so ein großes wieder nehmen. Ich glaube, wir nehmen diesmal ein kleineres. Ja, Dreier breit müssen wir, glaube ich, schon machen, ne? Aber wir können ja auch nur einen Rahmen machen. Wir müssen ja gar nicht so das alles ausfüllen, ne? Warte mal, 1, 2, 3... Machen wir das mal so. Dann hat das Fahrzeug auch gar nicht so viel Gewicht, ne? In dem Sinne. So. Dann müssen wir Axtteile dran machen. Das ist die 4. Machen wir mal dahin. Dann nehmen wir mal die 5 und bauen das Rad da dran. Ne? Der wäre da mit Lenkung. Machen wir erstmal dran. Ne? Und so groß müsste es gar nicht sein, aber machen wir mal, weil er sonst umfällt, oder? Dahin. Dann da auch ein Rad dran. Ja, geht, oder? Wieder ein Axtteil. 2 Stück und 2 Räder. So, das geht auch dahin. So, dann ist das Fahrzeug fahrtüchtig in gewisser Form, oder? Ja, wir brauchen nur noch ein Motorcockpit und das war's, oder? Motor haben wir auf 6. Bisschen Licht da dran, wäre dann sinnig. Cockpit ist auf 3. Aber ich glaube, wir machen erstmal hier unten das weg, dann kommen wir da oben auch hin, ne? Ist ja doch ganz schön groß geworden, ne? Nochmal.
nochmal bitte hoch und nochmal vor. Ich möchte gerne da drauf. So, jetzt sind wir da drauf. Es ist sogar eins zu breit geworden. Das ist nicht so dolle, ne? Ja, dann machen wir das anders. Können wir das wieder bauen? Ist die Frage, ne? Ich glaube nicht. Kriege ich das da drunter gebracht? Nö, ich glaube nicht. Nee. Das will er ja auch nicht, ne? Jetzt haben wir was weggenommen. Okay, ach so, was in dem Dingens war, in der Erklärung war, dass man natürlich dann auch sterben kann, ne? Wenn du fällst, kriegst du halt einen Fallschaden, ne? Das war auch angesagt. Und ja. Machen wir das ganz weg hier. Hat halt wieder nicht geklappt. Schön, wie die Physik funktioniert, ne? Räumen wir ein bisschen auf wieder, damit hier nichts so viel rumliegt. So, und dann nochmal den aufgerichtet bauen. Jetzt müssen wir nur irgendwie das hinkriegen, ne? So. Gut, und dann fangen wir am besten mit dem Cockpit an, oder? Das 3 dann. So. Oh, falscher Klick, ne? Das hat gut geklappt. Ey, warum mache ich das wieder? So, jetzt ist das Cockpit da. Jetzt machen wir da noch hinten dran, ne? Bauen wir was. Ich glaube, 2 brauchen wir für den Motor, ne? Dann machen wir da, auf der 6 ist der Motor sitzend. Leider gar nicht hinbauen, ne? Das ist so komisch, dass man da nicht hinsetzt. Das würde gehen, komischerweise. Ja, dann halt machen wir erstmal die Räder dran. Ne? 4 war es. Und wir müssen die Achse ändern. So rum. Und dann machen wir mal ein Rad dran und sehen wir, wie weit wir zurück müssten. So, und hier haben wir da schon. Ich glaube, ein Achsteil muss noch mehr da, eine Ebene muss noch mehr dahin. Sonst wird das wohl nix. So. Die 5 da dran und dann geht's schon. Kleines schickes Auto, ne? So. So. So und dann die Räder dran. Und so. So, der Mini Cooper hier ist fertig. Auto steht, Motor dran, fertig. Interessanterweise geht jetzt auch der Motor dahin, ne? Passt. So, und dann in den anderen Modus natürlich.
Die Räder drehen, glaube ich, falsch rum. Die müssen so rum. Und die sind so rum, ne? Beide. Ja, sind sie. Und dieses hier vorne müssen wir dann noch lenkbar machen. Das ist auch so. Und die nicht. Und dann müssen wir noch Strom dran bringen, ne? Machen wir ein Allrad von, oder? So, das passt. Dann das wieder weg. Und von dem nach dem. Von dem nach dem auch Strom. Okay. Dann brauchen wir noch zwei Scheinwerfer, die wir jetzt hier gar nicht haben. Brauchen wir das B-Menü für erstmal. Energy, nee, das ist nur der Motor. Basics, Mobility, Utility, da. 7. Gut, da raus, dann auf die 7. So. Und dann wieder in den Modus und diese Lampe noch anmachen. Und das gleiche auf der anderen Seite, ne? Sollte funktionieren, oder? Leuchtet auf jeden Fall. Gut, okay, Escape. Und dann gucken wir, ob das Ding fährt. Sieht gut aus, oder? Wow. Und fährt super schnell sogar. Okay. Ja. Flotter Flitzer. Super cool. So, das war hier unser Anfangsbaum. Gut, dann gehen wir mal nochmal raus. Und wir müssen nochmal was anderes haben. Und zwar so eine schicke Lampe. Utilities, ja. Dahin. Den Beacon. Und haben wir noch was? Ne, ich glaube nicht. Das war alles, ne? Ja. Und das Ganze setzen wir mal dann hier hin. 6 ist der Motor. 8 ist eine Lampe. Und 9 ist der Beacon. So, Strom. Dran machen. Läuft. Und läuft. Ja, gut. So sieht es ganz nett aus. Ups, falsche Taste. T ist das richtige. Nee, B. Tab. Und dann T. So, jetzt sind wir das los. Okay, dann können wir jetzt hier einsteigen. Oder nicht. Da können wir einsteigen. Und haben unser Auto hier. So, und dann würde ich sagen, fahren wir entweder nach Norden oder nach Süden. Aber das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!